Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zu einem Video. Und zwar, wir sind heute im Invictus Gym Hamburg. Es ist noch nicht komplett fertig, die Eröffnung ist in einer Woche, aber wir haben heute das Privileg, einen Tag hier trainieren zu dürfen. Und zwar wird es heute ein Push-Training geben. Ich nehme euch nochmal mit in ein Push-Training aus meinem aktuellen Programm, ja, beziehungsweise meinem aktuellen Plan. Und dementsprechend zeige ich euch nochmal so ein bisschen auch, wie ich ein Training gestalte derzeit, ja, ein Push-Training gestalte. Hier natürlich auch auswärts mit anderem Equipment. Wir haben uns direkt die erste Übung ausgesucht. Es geht ab an eine Smith-Machine, Cybex. Schauen wir uns mal an, was das gute Stück kann. Und Schub, 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 Schub. Komm, easy. Und weiter, komm, Schub, Schub, Schub. Komm, auf geht's. Hopp. Und Schub, 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 Schub. Fühlt sich erstaunlich gut an. Hab super lange keine Multipressen mehr ausgeführt, also gerade in kleinen Varianten. Extrem lange nicht mehr drin gehabt. Im Home Gym nicht die Möglichkeit, dementsprechend auch in den Ausweichgyms. Gar nicht so immer an den Maschinen nochmal gewesen, weil ich da meistens auch ähnliche Geräte zur Verfügung habe. Muss aber sagen, dass es mir extrem gut taugt und ich hier auch einen sehr, sehr stabilen Pump in der Brust bekomme. Auf geht's, komm. Hopp, push. Wenn ich die Übung hier einfach noch ein bisschen mehr auf die obere Brust bringen möchte und besonders hier auf diese letzten Brustmuskelfasern unter dem Schlüsselbein, weil das meistens auch bei Naturalathleten einfach super schlecht ausgeprägt ist, ja, dann kann man hier auf jeden Fall auch probieren, mal sich etwas in den Faserverlauf anzupassen bzw. darin zu arbeiten. Das geht einerseits natürlich über die Schräglage der Bank, aber ihr könnt natürlich auch hier im Hinblick so auf eure Oberarmdrückbewegung mal versuchen, hier einfach die Ellbogen auf dieser Ebene kurz unter dem Kinn zu führen und hier in dieser Drückbewegung einmal von unten nach oben zu gehen. Kommt bei mir extrem gut an, muss ich sagen. Ja, fühle ich auch besser wie die meisten Breath Movements, aber das ist auf jeden Fall so ein Tipp von mir, ganz kurz unter dem Kinn bleiben hier und dort in dieser vertikalen Bewegung nach oben und nach unten pushen, unbedingt mal ausprobieren. Ja, Robby, komm. Auf geht's. Schub. Nächste Übung. Es geht ab an eine horizontale Brustpresse hier von Nautilus. Wir greifen hier auch in diesem horizontalen Griff, nicht im neutralen Griff. Ihr habt da einfach den Unterschied, dass ihr in diesem horizontalen Griff tendenziell eher die Brust noch mal ein bisschen besser involviert bekommt, weil ihr einfach auch mehr Bewegungsumfang in der Brustmuskulatur habt, wohingegen halt in neutraler Griff einfach mehr Ellbogenbeugung meistens halt eben auch noch mit sich bringt. Dementsprechend kann der neutrale Griff, ja, auch ganz gut für Trizeps genutzt werden. Und zum anderen ist es so, dass ihr natürlich auch gezielt über die Ansteuerung in der Muskulatur noch mal mehr den Impact geben könnt, was ihr natürlich treffen wollt. Wenn ich mir jetzt hierbei nur denke, so, ich will den Trizeps maximal involvieren, dann werde ich auch den Trizeps natürlich besser involvieren. Und wenn ich einfach versuche, die Brustmuskulatur mehr zu involvieren, kriege ich die Brustmuskulatur einfach verhältnismäßig mehr. Also das ist auch bei jeder Übung natürlich wichtig, dass, wenn ihr eine Muskelgruppe treffen wollt, da auch mit einer gewissen Mind-Muscle-Connection versucht, das Ganze anzusteuern. So könnt ihr beispielsweise auch hier mit dem engen Griff die Brust treffen und mit dem breiten Griff eher den Trizeps treffen. Nichtsdestotrotz heute im horizontalen Griff, um dahingehend die Brust bestmöglich einzubinden. Okay, so. Und Schub, 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 Schub. Genau. Easy, easy. Und Schub, komm. Komm. Und Vollgas, komm. Schub.
Nautilus Chest Press auch durch. Wir haben jetzt hier nur zwei Sätze gemacht, zweimal Wiederholungsbereich 5 bis 8, also ein bisschen schwerer. Jetzt gehen wir ab an eine Schulterpresse. Bin immer ein bisschen empfindlicher an der Schulter, dementsprechend wird der Wiederholungsbereich nochmal etwas hochgefahren. Denke, dass wir uns da so zwischen 8 und 12 nochmal bewegen und ja, vielleicht sogar noch einen leichteren Backoff dann auch machen. Mal gucken, was die Maschine hergibt. Die ist auf jeden Fall sackschwer und dementsprechend gucken wir mal, was sie kann. Training ist jetzt soweit durch. Wir haben noch eine Übung an der V-Station gemacht. Behind the back laterals. Auch im Mayo-Set 5 Stück an der Zahl. Und danach gab es nochmal 3 Straight-Sets mit Katana-Extensions. Beide im Wiederholungsbereich 15 bis 20. Zumindest bei dem Initialsatz. Jetzt gibt es nochmal einen kleinen Formcheck. Ja, hier aus dem Invictus Gym. Wir haben uns hier einen kleinen Nebenraum gesucht. Posingraum war leider besetzt, um einfach nochmal ein kleines Diät-Upgrade auch mitzugeben. Ich hatte jetzt diese Woche im Schnitt, glaube ich, 88,5 Kilo. Also ist nochmal ein gutes Kilo, 1,5 Kilo zum letzten Formcheck runter. Und ihr wisst, umso tiefer man kommt mit dem Körperfettanteil, umso mehr Fortschritte sieht man in der Regel auch. Hab jetzt einen gezerrten Gluteus und beim Beuger, also verzeiht mir, wenn ich nicht in jede Pose optimal reinkomme, aber nichtsdestotrotz würde ich es ganz gerne hier noch einmal mitnehmen. Also, let's go. Ich glaube, KFA ist jetzt auch langsam so niedrig, dass man mal anfangen könnte, Beine zu rasieren, um einfach zu sehen, was da noch so passiert. Vierteldrehung nach rechts. Vierteldrehung nach rechts. Vierteldrehung nach rechts. Boah, du bist ein Happy. Halt's mal. Ich reiß dir jetzt nicht ab, ey. Fett bessere Seiten, ne? Vierteldrehung nach rechts. Ich besser an die Rotation irgendwie. Mhm. Sieht man Bauch. Ja. Doppelbizeps von vorne. Side chest. Lat spread. Schön die MPC-Reihenfolge, ne? Ich kenn euer nicht, Alter. Scheiße, ne, dies. Back double. Muss ich mal hochstellen? Eventuell wegen dem. Linke Bein oder was? Ja, weil ich vom Rücken ja hier so viel. Also, ich habe ja diese Skoliose. Na, das sieht man. So, guck mal, wenn ich mich jetzt hier reinstelle. Ja, machst du mal anders. Machst du mal anders. Gar kein Unterschied. Ich spüre wieder gar kein Unterschied. Okay. Gar kein, ja, was willst du machen? Also? Ja. Ja, das ist halt. Ich habe gedacht, für dich. Ich hab gedacht, für dich. Ja, das ist halt der Unterschied so, weil das Ding ist, der Muskelansatz bleibt der gleiche so. Du drehst dich schon drin. Macht den Unterschied. Back double. Back head spread. And your favorite classic pose. What? Mal kommen wir noch mal most muscular und dann. Ja, lang. Das ist Stand der Dinge. Arsch und Hems sind auf jeden Fall noch gut fett. Wird aber besser. Hems ist wie ja, und Arsch so auch in Seitpose und so.
Ding ist, du hast mittlerweile schon Kontur im Arsch. Ja. Man erkennt die Gluteus. Ja. So, das ist schon mal ein Fortschritt. Und Bein von der Seite wird halt deutlich leaner. Aber wie gesagt, mit Haaren. Ja, aber du hast halt nie Kontur gegeben. Ja. Ja, ja. Aber merke ich auch gegen oben hin, halt, weißt du? Also, dass hier dieser Bereich jetzt langsam nachzieht, aber hier ist halt. Ja, gut, halt. Ja, da. Und hier. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall ziemlich happy. Ja. Mit Section wird freier, Beine werden freier. Sind auf einem guten Kurs, Leute. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was noch an Gewicht runter muss. Ich schätze von jetzt an im Schnitt 10 Kilo. 9 Kilo. Wäre jetzt so meine Prediction. Ihr könnt es ja gerne mal in den Chat schreiben. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Glocke für die Benachrichtigung aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out. Ciao, ciao.